So, herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. In diesem Video beantworte ich die Frage von Crank Pro One. Also ich hoffe mal, ich habe es richtig ausgesprochen. Er wollte wissen, wie man Bilder ganz einfach auf Wallpaper-Größe vergrößern kann. Also das funktioniert eigentlich ganz einfach. Zuerst mal sollte man schauen, dass hier oben beim Zoom-Faktor auch wirklich 100% eingestellt ist, weil es könnte ja sein, dass das Bild nur auf Bildschirmgröße dargestellt wird, was jetzt hier wieder größer ist, weil das Bild kleiner ist und deswegen vielleicht schon auf Wallpaper-Größe ist. Sollte das nicht der Fall sein, geht es ganz einfach. Man klickt hier oben auf Bild, dann auf Skalieren und Bildgröße. Dann erscheint uns hier so ein Fenster. Legen wir die aktuelle Breite in Pixel, genauso wie die aktuelle Höhe in Pixel. Dann hier unter Dokumenten Größe, die Breite, Höhe und die Auflösung. Hier können wir dann einstellen, was wir haben wollen. Hier ist es in Zentimetern angegeben, das können wir auch in Prozent, Zoll oder Millimetern und sonstigen Zeugs umändern. Wir vergrößern das jetzt einfach mal auf, keine Ahnung, 50 cm. Dann die Höhe stellt sich hier selber ein, weil hier der Haken bei Proportionen beibehalten ist. Ist auch besser, dann bleibt das Format so. Dann haben wir hier eben eine Höhe, wenn wir hier wieder 50 eingeben, von 56,52 cm und eine Auflösung von 72 Pixeln pro Zoll bzw. von 28,34 Pixeln pro Zentimeter. Dann hier unten bei Bild neu berechnen ist wichtig, dass das eingeschaltet ist. Dann eben das Bikubisch-Glatter optimal bei Vergrößerungen. So, jetzt hat es mir das wieder rausgelöscht. Jetzt sollte einfach auf OK klicken. Dann hat sich unser Bild vergrößert. Wir sehen hier wieder die Bildschirmgröße. Und das sind jetzt hier erst 82%. 1 zu 1 wie es hier. Das können wir dann auch mal speichern. Dann sehen wir, wie groß das in Wirklichkeit ist. Und ob die Qualität auch stimmt. Hier wäre es wichtig, auf hohe Qualität zu setzen, wie es aussieht. Also im Vergleich jetzt, wenn wir nachsehen, wie das im Original ausgesehen hat, das Bild, sehen wir hier das Original und hier das Vergrößerte. Das liegt natürlich auch immer an der Ursprungsauflösung des Bildes, wie die war, ob das Bild dann nachher auch richtig scharf ist oder nicht. Ich würde sagen, mit diesem Ergebnis könnte man eigentlich zufrieden sein. Und ich hoffe, dass ich dir bei deinem Problem weitergeholfen habe. So, solltet ihr auch Fragen haben, schreibt sie einfach in den Kommentar. Ich werde ebenfalls versuchen, eure Fragen zu beantworten. Und ja, abonniert mich einfach, dann werdet ihr immer auf dem Laufenden sein, was ich gerade wieder für neue Videos habe. Und vielleicht sind auch mal Fragen dabei, die euch auch betreffen und dann können die Antworten ziemlich hilfreich für euch sein.